Wir sind jetzt ja auch schon wieder recht lange am Suchen, habe ich so das Gefühl zumindest. was haben wir hier? Bestimmt wieder irgendwas anderes. Tauchdock-Fragment. Hey. Das ist keins. Und da hinten sind wieder ein paar Pilze. Was haben wir da? Das ist auch wieder irgendwas. Könnte auch wieder Scannerraum sein. Ja. Wenn ich jetzt 20 Scannerraumfragmente eintauschen könnte gegen ein Zyklop-Reaktor, Schildgenerator-Fragment, wäre ich auch glücklich. Das sollten wir mittlerweile locker gesammelt haben. Oder gefunden haben. Auch das geht nicht. Immerhin gibt es hier keine Mikrotransaktionen. Zahle x Euro, um folgendes Fragment freizuschalten. Ach ja. Blitzfische. Die sind auch sehr nett. Gut, aber ich hatte gedacht, also der Pilzwald hat uns davor ja doch immer recht viel Glück beim Suchen beschert. Aber mittlerweile ist auch der ausgeräubert. Sonst müssen wir doch mal nach Rettungskapsel 5 suchen. Wir suchen das... Moment. wir suchen den hier, den Zyklop-Schildgenerator. Ohne den braucht man, um die letzte Raketenstufe zu bauen. Ohne Zyklop-Schildgenerator keine Flucht von diesem Planeten. Ganz einfach. Hier ist wieder so. Oh. So schnell vergeht die Zeit schon wieder. Vital signs stabilizing. Mehr Wasser mitnehmen sollen. Mehr Wasser. Und angeblich soll das halt irgendwie in Wachs verteilt sein oder im Pilzbiom oder bei Rettungskapsel 5 gibt es wohl noch ein Areal. Gut, das kennen wir eigentlich auch noch gar nicht. Vielleicht sollten wir da doch nochmal hinfahren. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Jetzt hier noch ein bisschen rum und dann gucken wir mal, ob wir Rettungskapsel 5 schon irgendwie ein Signal für haben müssten wir eigentlich. Was soll das denn jetzt hier? Irgendwas greift uns, glaube ich, an. Ach, hallo. Keine Panik. Keine Panik. Mal wieder ein bisschen Richtung Pilz halten. Das Modul ist in einer Datenbox zu finden. Okay. Die Datenboxen finden sich in der Deep Grand Reef Degasi. Sie ist bound im Sea Traders Pass Wreck. Okay. Das ist ja das, wovon Behemoth vorhin auch schon mal gesprochen hatte. Dann müssen wir da wohl hin. Bei Rettungskapsel 5 soll sich das aufhalten. Dann gucken wir doch mal. 2, 3, 19, 17, 12, 13. Ja, aber ich habe keine Ahnung, wo Rettungskapsel 5 ist. Aufzeichnungen, Datenbank. B-b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 -
könnte das denn sein? Lebensausrüstung. Nee. Nicht so wirklich. Zeitkapseln auch nicht. Geologische Daten im Grunde auch nicht. Theorien im Grunde auch nicht. Da auch nicht. Hier eventuell. Überlebende der Aurora. Und hier haben wir aber auch keine Rettungskapsel 5. Okay, die muss man also so finden. Okay. Wo ist denn die Deep Grand Reef Degassi Sea Base? Beziehungsweise die Sea Traders, Sea Traders Pass Wreck. Behemoth, weißt du das? Weil da kann ich jetzt natürlich auch eine Vermutung anstellen. Wir müssen aber, glaube ich, erstmal wieder zurück was essen. Zur Not muss ich dann nochmal nachschauen. Aber dann würde ich sagen, schwimmen wir jetzt einmal zur Basis zurück. Ich habe das Reparaturwerkzeug noch in der Hand. Ja. Fantastisch. So viel also dazu. Falls hier Koordinaten was bringen. Ja, gucken wir gleich mal, ob mir Koordinaten was bringen. Hier sehe ich keine Koordinaten. Kann man das über die F... Ah, hier kann man Koordinaten aufmachen. Okay. Bei World Pause nehme ich an. Wir gucken einfach mal. Ja, ich muss erstmal zur Basis zurück. Was essen. Und dann werden wir, glaube ich, mit dem Zyklopen... Fahren wir mit dem Zyklopen dahin? Schauen wir mal. Beziehungsweise es ist auf 706 Metern Tiefe, dann können wir das auch mit der Seemotte machen. Denke ich zumindest, dass die letzte Koordinate die Höhe ausmacht. 88... Oder? Nee, es ist die mittlere Koordinate. Okay. Dann ist es auf 166 Metern Tiefe. Das ist ja noch besser. Ist ja nix. Mit der Motte ist man halt so ein bisschen agiler. Finde ich. Schneller wahrscheinlich nicht unbedingt. Zwar auch ein bisschen anfälliger. Aber es macht schon Spaß, damit durch die Gegend zu flitzen. Flup, flup. So, mal gucken, ob ich dann da noch irgendwelche Notfallriegel habe. Und wir nehmen auf jeden Fall auch nochmal Wasser mit. Jetzt hier mal direkt stehen, dann brauchen wir jetzt nicht einparken und in der Basis so hin viel hin und her laufen. Das ist ja alles hier im Eingangsbereich, was Essen und Trinken angeht. Welcome aboard, Captain. So, einmal mampfen. Zack, zack, zack. Dann sind wir nun da, können wir noch mal eine Melone essen. Kaputt hauen. Jetzt geht das hier auch wieder besser. Zum Glück. Und dann holen wir uns nochmal Wasser. Melonen mitnehmen bringt ja nichts. Könnt ihr höchstens nochmal Fische sammeln. Ah, ist auf jeden Fall fertig. Gut. So viel sammeln wir eigentlich diesen Torpedoarm dann noch mit. Oder den Wurfhaken. Aber den brauchen wir natürlich nicht. Den Feuerlöscher brauchen wir eigentlich auch nicht. So.
So, minus 1184 auf jeden Fall. Dann sind wir da schon in der falschen Richtung, also eher in diese Richtung. Und minus 706, dann sind wir hier auf jeden Fall schon mal auf der richtigen Spur. So, ist jetzt natürlich auch wieder die Frage, ist das jetzt Cheaten oder nicht? Aber ich finde, es ist durchaus legitim. Wo sind wir denn jetzt hier auf der Karte? Wenn es so das Letzte ist, was einem fehlt, kann man das, denke ich, schon mal machen. So, jetzt sind wir aber da gleich schon da. Bei minus 706, da sind wir schon drüber. Das heißt, wir müssen uns eigentlich noch ein bisschen mehr in diese Richtung halten. Na. Da geht's schön schnell hoch. Jawohl. Oder runter, je nachdem. Bis 1148. Kommen jetzt hier wieder. Also genau die richtige Richtung. Das wird dann. Ah, hier waren wir auch noch nicht so wirklich viel. Da waren wir auch noch nicht so wirklich viel in dem Biom oder in dem Bereich überhaupt. Hier auch nochmal wieder ein bisschen abtauchen, dann seht ihr auch nochmal wieder ein bisschen was hier von der Gegend. Nicht nur grünes Wasser. Aber wobei, so viel sieht man jetzt hier eigentlich auch nicht. Wobei, doch in dem Wall, doch in dem, also an das Wrack kann ich mich noch erinnern. Und das scheint aber auch dieses hier zu sein, oder? Minus 1148. Minus 706. Das muss dann dieses Wrack hier sein. Alles deutet auf dieses Wrack hin. Oh. Dann gucken wir das uns nochmal genauer an. Dann war ich hier vielleicht nicht gründlich genug. Und immer wieder aus. Hier mal ein bisschen um. Wir suchen ja nach einer Datenbox. Vielleicht habe ich hier aber auch damals den Eingang nicht gefunden. Das könnte ich mir halt auch sehr gut vorstellen. Dass ich dann nur äußerlich geguckt habe, aber nicht reingeschwommen bin. Wenn das hier denn irgendwo geht. Da unten sieht es gut aus. Aber nur scheinbar. Schade. Das ist irgendwie so ein typischer, schön versteckter Eingang gewesen. Und hier dieser Lüftungsschacht ist natürlich auch verdächtig. Aber der ist zugeklemmt, auch da nicht rein. Vielleicht doch hier unten. Da ist ein Loch. Ah. Okay, dann hoffe ich mal, dass das jetzt hier auch von einigermaßen hat. Schubkanonenfangarm, den müssten wir schon erforscht haben. Das ist eine Datenbox. Eine Datenbox. Und den kennen wir schon. Nein. Nein. Kurzzeitig war Hoffnung da. Und sie ist wieder verschwunden. Mal gucken. Ah, vielleicht ist ja hier irgendwo noch eine Datenbox drin. Oh, nur noch 81 Sauerstoff. Und hier ist nix. Oh,
da... Nee, geht auch nicht. Nee, wir müssen jetzt einmal eben hier ein bisschen Sauerstoff wieder haben. Hilft nix. Wo ist die Motte? Da hinten. Dann kommen wir mit der Motte hier nochmal ran. Und vielleicht kann man ja auch hier in den zweiten Bereich auch noch irgendwo reingehen. Dass jetzt in der ersten Datenbox noch nichts drin war, war ja wieder... Welcome aboard, Captain. Was, das ist das Rumpffragment. Das kennen wir auch schon. Dann haben wir da oben die Tür aufgemacht. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass hier gar nichts ist. Aber ich würde sagen, hier ist tatsächlich nichts. Die Tür kriegen wir nicht auf. Hier ist nichts, was wir aufschneiden könnten. Auch nicht. Ja. Das ist echt bitter. Fällt mir auch nichts mehr zu ein hier. Da ist rot, da kommen wir nicht durch. Ja, dann bleibt ja eigentlich noch der zweite Teil hier. Warte, da fahren wir aber eben mit der Motte rüber. Da könnte es auch noch mal irgendwo reingehen, im Idealfall. Mal gucken, ob es da noch einen Weg hinein gibt. Da sind wieder so Luftschächte. Nee. Also entweder bin ich jetzt wieder sehr blind oder hier ist keine Datenbox, die uns hilft. Wo ist denn die Deep Grand Reef Degasi Sea Base? Wäre das eventuell noch... Das wäre eventuell noch eine Möglichkeit. Ich weiß jetzt halt auch nicht, wie spannend das für euch ist. Das ewige Suchen. Na gut, hier waren wir ja schon. So, hier ist das Rumpffragment und das ist das, was man jetzt hier gefunden hat, oder? Dass es halt diese Tür gibt, die ins Nichts führt, die ist halt noch... Aber gut, es lässt sich ja auch nichts erzwingen. Es lässt sich hier ja auch nichts rein erzwingen. Das ist nett, Behemoth. Biermod, hast du denn noch die Koordinaten von dem anderen Ding? Weil das hier ist ja nun leider eine ziemliche Sackgasse. Außer da drüben ist es jetzt. Aber das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen.